Der Unterschied zwischen Gewalt und Macht lässt sich auf sehr einfache Weise darstellen. Nämlich am Verhältnis zwischen Katze und Maus. Katze und Maus. Katze und Maus. Die Maus, einmal gefangen, ist in der Gewalt der Katze. Sie hat sie ergriffen. Sie hält sie gepackt. Sie wird sie töten. Aber sobald sie mit ihr zu spielen beginnt, kommt etwas Neues hinzu. Sie lässt sie los und erlaubt ihr, ein Stück weiterzulaufen. Kaum hat die Maus ihr den Rücken gekehrt und läuft, ist sie nicht mehr in ihrer Gewalt. Wohl aber steht es in der Macht der Katze, sie sich zurückzuholen. Lässt sie sie ganz laufen, so hat sie sie auch aus ihrem Machtbereich entlassen. Bis zum Punkt aber, wo sie ihr sicher erreichbar ist, bleibt sie in ihrer Macht. Der Raum, den die Katze überschattet, die Augenblicke der Hoffnung, die sie der Maus lässt. Aber unter genauester Bewachung, ohne dass sie ihr Interesse an ihr und ihrer Zerstörung verliert. Das alles zusammen, Raum, Hoffnung, Bewachung und Zerstörungsinteresse, könnte man als den eigentlichen Leib der Macht, als den eigentlichen Leib der Macht, man als den eigentlichen Leib der Macht oder einfach als die Macht selbst bezeichnen.